Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Malschule. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit der Sgraffito-Aquarelltechnik eine Landschaft malen kann. Sgraffito bedeutet kratzen oder schaben. Dabei wird die Farbe nicht mit einem Pinsel, sondern mit einem Spachtel auf das Papier gebracht und vermalt. Oder besser gesagt, verschoben. Zwar ist der Spachtel kein Malinstrument für Aquarellfarbe, aber dennoch entstehen mit diesem Werkzeug interessante Effekte und Strukturen, die das herkömmliche Malen mit dem Pinsel ergänzen oder sogar verändern können. Am besten sind Tubenfarben, die sich leicht in die gewünschte Konsistenz verdünnen und, falls erforderlich, auch wieder andicken lassen. Außerdem sind sie kräftiger als Farben in den Näpfchen. Bevor man beginnt, muss die Aquarellfarbe in die richtige Konsistenz gebracht werden. Zu dick angemischt läuft sie nicht von der Spitze des Spachtels und ist sie zu dünn, blutet sie aus oder kommt zu schwach auf das Papier. Bei der Entstehung des Motivs kann man sehr schön sehen, welche Möglichkeiten die Sgraffito-Aquarelltechnik bietet. Landschaftsszenen wie dieses sind gerade auch für Anfänger ein guter Einstieg, da sie sich mit der Sgraffito-Aquarelltechnik schnell und problemlos malen lassen. Die Effekte, die dabei entstehen, sind nicht nur außergewöhnlich, sondern sie sprengen auch das gewohnte Aquarellbild. Ich arbeite diesmal ohne Skizze und lasse mich von meiner Intuition leiten. Als Grundfarbe dient mir Van Dyck-Braun. Mit der Spitze des Spachtels ziehe ich lange Striche, ohne abzusetzen. So entsteht der Grundriss meines ersten Baumes. Mit leichtem Druck ziehe ich den Spachtel über das Papier. Wie man sehen kann, entstehen dünne, aber auch zufällig dickere Striche, die im Ganzen die Umrisse des Baumes herausstellen. Es gibt Bereiche, da kam zu viel Farbe auf das Papier. Diese Pfützen verziehe ich zu weiteren Ästen und Strukturen. Mit der flachen Kante des Spachtels lassen sich Schatteneffekte und Rindenstrukturen einarbeiten. Dabei ist es wichtig, dass man die Klinge in nur eine Richtung zieht. Man darf nicht nachfassen, sonst verschmiert die Farbe. Das Verziehen der feuchten Farbe ist natürlich immer auch ein wenig dem Zufall geschuldet und kann nicht eingeplant werden. Aber ich glaube, das macht den Reiz der Technik aus. Gerade diese Zufallseffekte machen ein Bild lebendiger und bringen eine persönliche Note ins Spiel. Prinzipiell wird bei der von mir gezeigten Technik erst einmal mit einer dunklen Farbe begonnen. Diese ist für die Konturen, dunklen Muster und Schatteneffekte zuständig. Mit ein wenig Geschick lassen sich schnell und einfach die gewünschten Effekte verwirklichen. Wenn die monochrome Arbeit erledigt ist, kommt die Farbe ins Spiel. Die trage ich in diesem Motiv mit dem Pinsel auf. Praktisch gesehen koloriere ich das Schwarz-Weiß-Bild. Ich verwende lediglich zwei Farbtöne, die ich vorsichtig, wässrig, transparent auflasiere. Die Linien, die mit dem Spachtel entstanden sind, sollen sich nur wenig anlösen. Ein Ausbluten ist so gut wie möglich zu verhindern. Dort, wo das doch der Fall ist, entstehen leichte Farbveränderungen in der Grundfarbe und lösen die Linien leicht auf. So entstehen in der Linienstruktur flirrende Lichteffekte ganz wie von selbst. Die Sgraffito-Aquarelltechnik ist durchaus einen Versuch wert, wenn man eine neue Sichtweise entdecken möchte. Denn die Malweise erzeugt Effekte, die ein Aquarell individuell machen können und sich von der Masse der herkömmlichen Aquarellfeinmalerei abhebt.
Ich mag diese Technik, denn sie lässt ein sehr kraftvolles, spontanes Arbeiten zu und gibt meinen Aquarellen eine persönliche Note. Wenn Sie jetzt noch mehr über spezielle und ausgefallene Techniken erfahren wollen, dann möchte ich Ihnen mein Buch Gekonnt Aquarell aus dem Christophorus Verlag empfehlen. Es ist im Fachhandel erhältlich. Und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Bis bald.